was jetzt man in Aserbaidschan kritisiert, ist es genau, was man in der Ukraine unterstützt. Das Herstellung der Souveränität und der territorialen Integrität. Deswegen manchmal sind wir erstaunt über diese Doppelmoral, über diesen selektiven Ansatz zur territorialen Integrität. Das natürlich ist unakzeptabel. Hier ist es wichtig, dass Völkerrecht respektiert wird. Und Aserbaidschan ist fest entschlossen, eine friedliche Nachbarschaft und Beziehungen mit Armenien zu bauen. Was jetzt man in Aserbaidschan kritisiert, ist es genau, was man in der Ukraine unterstützt. Das Herstellung der Souveränität und der territorialen Integrität. Deswegen manchmal sind wir erstaunt über diese Doppelmoral, über diesen selektiven Ansatz zur territorialen Integrität. Das natürlich ist unakzeptabel. Hier ist es wichtig, dass Völkerrecht respektiert wird. Und Aserbaidschan ist fest entschlossen, eine friedliche Nachbarschaft und Beziehungen mit Armenien zu bauen.